Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe hier das Gefühl, es halt hier noch mehr als in dem anderen Kursraum, aber wir kriegen das schon hin. Das hat ja letztes Mal eigentlich auch ganz gut geklappt mit meinem Handy hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so ein- und ausatme hier, also so direkt hier in dieses Mikrofon. Kurzes, knackiges Video, und zwar hoffe ich, diesmal geht es nicht über 10 Minuten. Die Top 5 Rückenübungen, die ihr in einem Fitnessstudio ausführen könnt. Die Übung mache ich persönlich seit Monaten immer mal on-off. Ich switche natürlich auch mal die Übungen ein bisschen durch, aber diese Übungen bilden wirklich seit Anfang des Jahres, und wir haben ja mittlerweile schon August, also seit 8 Monaten nun, mein Rückentraining, und haben mir wirklich sehr, sehr gute Erfolge gebracht, vor allem im Bereich des Latissimus. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Übungen an und beginnen gleich mit Nummer 1, dem Klimmzug. Ganz basic, Klimmzug kennt jeder, hat jeder schon mal probiert, hat jeder schon mal gemacht. Ich finde den Klimmzug so toll, weil man ihn überall machen kann. Er ist super flexibel, anwendbar. Man kann ihn draußen machen, man kann ihn im Gym machen, man kann ihn mit einem Band machen, zum Beispiel mit so einem Terraband, um sich das Ganze einfacher zu machen. Sprich, es ist auch für jeden möglich, einen Klimmzug mit Hilfe zu absolvieren. Es ist eine natürliche Bewegung, im Gegensatz zum Latzug oder zu diesen geführten Klimmzugmaschinen, wo man sich draufkniet und dann Zusatzgewicht hat. Also probiert das Ganze mal aus. Klimmzug, wirklich schön. Unterarme senkrecht zum Boden, Po festmachen, stabilen Chorbereich vor allem haben, dass ihr nicht rumwackelt. Und dann zieht ihr euch senkrecht nach oben zur Brust ran, lasst langsam kontrolliert wieder runter. Und wie gesagt, zur Not könnt ihr auch gerne mit einem Band arbeiten, um euch das Ganze einfacher zu machen und so einfach Progression zu erreichen und das nächste Mal vielleicht das Band nur noch einmal rumwickeln zu müssen, statt zweimal. Kommen wir zu Übung Nummer 2, und das sind die sogenannten Helms Rows, eine Übung, die ich von meinem Coach Vincent in den Plan geschrieben bekommen habe, vor, wie gesagt, gut 8 Monaten, und die eigentlich seitdem auch noch immer im Plan sind und nie weg waren. Denn hier geht wirklich so einiges. Also ihr könnt ja sehen, ich stütze mich hier mit der Brust auf einer Schrägbank ab, kann somit eigentlich überhaupt gar keinen Schwung mitnehmen, arbeite sehr kontrolliert aus dem Rücken raus, habe eine extrem hohe Range of Motion, kann runter in den Stretch gehen, gehe ganz wieder nach oben, kann kurz halten und wieder runter gehen. So können wir einfach den Latissimus super, super gut treffen. Wir können sogar, ich sag mal, den oberen Anteil des Rückens ein bisschen angehen, wenn wir sagen, wir nehmen die Ellenbogen ein bisschen weiter nach außen und ziehen nicht so eng am Körper entlang. Also eine super Übung, super einsetzbar, in jedem Gym anwendbar, weil jedes Gym hat eine Hantelbank bzw. eine Schrägbank und Kurzhanteln. Dementsprechend super Sache. Ich nehme auch gerne meine Zughilfen wieder dazu. Eigentlich wie bei fast allen Rückenübungen, da vor allem jetzt aus Bodybuilding-Perspektive das Ganze keinen Sinn macht, wenn der Unterarm der limitierende Faktor ist. Kommen wir zu Übung Nummer 3, und das sind die sogenannten Seal Rows. Ja, ihr seht, hier gibt es gewisse Ähnlichkeiten, Helms Rows, Seal Rows. Und zwar legt ihr euch hier auf eine erhöhte Flachbank. Ich weiß, in manchen Gyms ist das nicht so einfach möglich. Es gibt zwar sogar extra Bänke, die für diese Übung eigens konzipiert wurden, die sind aber sehr schwer zu finden. Mein Studio hier oder das in Mainz hat zum Beispiel keine solche Bank. Da weiß ich mir dann einfach zu helfen, indem ich sage, ich hole mir große Hantelscheiben, möglichst flache, und baue damit so 2 Türme auf, stelle dann die Hantelbank drauf und kann so wirklich einen sehr stabilen Stand und eine sehr stabile Fläche aufbauen, wo ich mich drauflegen kann und von da an dann ziehen kann. Einziges Problem ist nur, manche Bänke haben noch so eine Mittelstrebe. Wenn die zu tief angesetzt ist, müsst ihr wirklich sehr, sehr hoch bauen und zur Not auch enger greifen, um eben den nötigen Bewegungsradius einfach reinzukriegen und nicht irgendwie schon ab der Hälfte der Bewegung an der Hantelbank anzustoßen und dann wieder runter zu müssen. Dennoch wirklich eine super Top-Übung. Ihr könnt hier auch überhaupt keinen Schwung nehmen, müsst alles aus dem Rücken rausziehen. Könnt hier genauso wie vorhin bei den Helms Rows auch variieren. Könnt es entweder mehr, sag ich mal, mit angewinkelten Ellenbogen, mit einem engeren Griff machen, um den Latissimus zu treffen. Aber ihr könnt die Ellenbogen auch weiter nach außen führen, den oberen Rücken, die Rhomboideen und vielleicht auch sogar teilweise die hintere Schulter zu treffen. Übung Nummer 4 ist der Latzug eng am Kabel. Und zwar habe ich die Übung ausgesucht, da wir beim, ich sag mal, Klimmzug zwar auch die Möglichkeit haben, enge Klimmzüge zu machen, dennoch seid ihr da wirklich komplett unter Spannung, wenn ihr es richtig macht, die ganze Zeit beim Latzug eben. Vor allem auch, wenn ihr wirklich schön langsam kontrolliert nach oben lässt,
und wieder dann runterzieht, explosiv raus, den Rücken schön gerade haltet, die Schulterblätter immer hinten lasst, habt ihr kontinuierlich einfach die Spannung auf dem Latissimus und könnt so wirklich den Muskelreiz richtig schön setzen. Was auch schön ist, vor allem für Anfänger kann man natürlich das Gewicht einstellen. Im Gegensatz zum Klimmzug, wenn man kein Band hat, ist das Ganze teilweise ein bisschen schwierig. Da muss man eher mit negativen Wiederholungen vielleicht arbeiten. Hier ist es einfach viel einfacher, weil man natürlich stecken kann. Und ja, einen engen Latzug oder generell einen Latzug mit einem V-Griff hat auch fast jedes Studio. Deswegen ist es eigentlich eine ganz coole Übung für jeden. Und ja, guckt nur, dass ihr wirklich gerade bleibt im Oberkörper. Ich weiß, in dem Beispiel bin ich nicht unbedingt das beste Vorbild, aber ich war auch schon ein bisschen kaputt. Die letzten 2-3 Wiederholungen, wenn ihr die ein bisschen abfälscht, gar nicht schlimm. Guckt nur, dass ihr keinen Schwung nehmt, sondern das Ganze schön kontrolliert aus dem Rücken rauszieht. Und zu guter Letzt haben wir noch ja, eine bzw. 2 Übungen, da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Und zwar haben wir da einmal breites Rudern an der Plate-Loaded Hammer Strength Maschine für den oberen Rücken, vor allem die hintere Schulter, die Rhomboideen, auch ein bisschen den Trapez und dann noch das enge Kabelrudern im Sitzen. Ja, ist eigentlich, naja, nicht wirklich dasselbe, aber es sind beides Rudervarianten nochmal. Das eine ist eine abgestützte Variante, was mir sehr gefällt, dass man hier nicht so viel stabilisieren muss. An der Hammer Strength Maschine jetzt, man trifft sehr schön, man kann sich sehr schön auf den oberen Rücken konzentrieren. Beim Kabelrudern ist der Vorteil, ihr könnt natürlich den Latissimus besser bearbeiten. Ihr könnt auch hier sehr, sehr schön mit Zughilfen arbeiten beispielsweise. Müsst ihr doch wirklich kontinuierlich darauf achten, dass ihr gerade bleibt, fest bleibt und keinen Schwung mitnehmt. Trotzdem super Übungen, um den Rücken nochmal zu bearbeiten und auch Progress zu fahren, weil da geht wirklich so einiges. Kurzer Disclaimer, natürlich haben wir jetzt keine Übung dabei, die eine Reverse-Fly-Bewegung ausführt. Ich habe leider gerade den lateinischen Namen nicht im Kopf, aber das ist ja die dritte Funktion, Zug von oben, Zug von vorne und dann noch eine Abduktion zur Seite, nenne ich es jetzt mal. Da haben wir jetzt nichts dabei. Natürlich könnt ihr hier so Geschichten machen wie Butterfly Reverse. Da müsst ihr halt nur gucken, dass es vielleicht eher dann auf den Rücken gehen soll und nicht so auf die hintere Schulter. Ihr könnt auch was am TRX machen, ein Reverse Fly, wo ihr auch immer die Spannung auf dem Rücken habt. Weniger empfehlen würde ich euch das Ganze mit Kurzhanteln, da ihr hier einfach im untersten Punkt keine Spannung mehr auf dem Rücken habt und euch das Ganze so ein bisschen suboptimal gestaltet. Super, dann wäre es das auch mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps und Übungen mitgeben und ihr konntet was draus mitnehmen. Ich würde mir wirklich sehr, sehr, sehr über ein Like oder ein Abo freuen, aber auch ein Kommentar wird mir wirklich sehr helfen. Mein Kanal ist ziemlich klein und da hilft jede Interaktion, um vielleicht ein paar mehr Klicks zu kriegen. Und ja, das macht dann natürlich umso mehr Spaß, wenn mehr Leute die Videos sehen. Wie gesagt, lasst Feedback da und ich verabschiede euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Drop the mic. Thank you.